Erinnern Sie sich noch an Thomas de Maizière? Richtig, das war jener Minister, der immer so auftrat, als sei er der geborene Macher, also quasi schon im Mutterleib dafür auserkoren, einmal Verantwortung zu übernehmen. Im Jahre 2015 trat er vor die Presse und verkündete die Absage eines Fußballspiels, doch nur ein Satz blieb in Erinnerung. Teile meiner Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Das hat gesessen. Und ich dachte damals, Mensch, Junge, warum hast du nicht einfach geschwiegen? So ähnlich erging es mir, als unser gottgleich verehrter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck neulich in einer Talkshow umständlich zu erläutern versuchte, dass man nicht sofort in die Insolvenz gehen müsse, wenn man wegen der drastisch verteuerten Energie eine Weile nicht produzieren könne. Na klar, das Internet tobte und auch ich konnte mich nicht zurückhalten und musste zumindest einen kleinen Seitenhieb loswerden. Dabei ist das Schlimme an Habecks Satz nicht, dass er Unrecht hat, sondern dass er im Prinzip Recht hat. Natürlich bedeutet der Stillstand wirtschaftlicher Aktivität nicht immer automatisch die Insolvenz. Vielleicht haben die Inhaber einer Bäckerei einfach genug gespart, um den Laden einfach dicht machen und sich ein schönes Restleben ermöglichen zu können. Vielleicht gibt es noch Lebensversicherungen oder Sparguthaben, die man aufbrauchen könnte, bevor endgültig der Offenbarungseid geleistet werden muss. Vielleicht wird auch einfach der Betrieb insolvent gehen, nicht aber die Inhaber, weil sie von Grundsicherung oder beziehungsweise Hartz IV aufgefangen werden. Oder vielleicht wählen die Inhaber auch den Weg, den einige Künstler in der Corona-Krise gewählt haben und setzen ihrem Leben durch Suizid ein Ende. Übrigens auch eine überaus effektive Methode, um der Allgemeinheit nicht unnötig zur Last zu fallen. Einige Sympathisanten von Robert Habeck sprangen dann auch dem Minister zur Seite und rechneten vor, dass ja auch einige Hotels und Gastronomiebetriebe nur in der Saison arbeiten und ansonsten geschlossen haben. Sehr richtig. Diese Beispiele gefallen mir ganz besonders gut, denn sie lassen völlig außer Acht, dass dies nur funktioniert, wenn man in eben dieser Saison derart viel Gewinn macht, dass es für den Rest des Jahres reicht. Robert Habeck ist Philosoph. Genau deshalb mag ich diesen Kerl. Und er ist so gefühlvoll, so achtsam und so sympathisch. Gerade deshalb hätte ich von ihm erwartet, dass er bei diesem Thema, was so viele Selbstständige, aber letztendlich auch alle Menschen im Land existenziell trifft, genau überlegt, ob er etwas sagt und wenn ja, was. Da nämlich Art und Höhe der staatlichen Energiewirtschaftshilfen für die Betriebe zum Zeitpunkt des Talkshow-Interviews noch nicht beschlossen waren, musste der Minister so schwammig bleiben. Aber die Versuchung des Fernsehens und der Möglichkeit, die Debatte durch einen öffentlichen Auftritt außerhalb des Parlaments anzuführen, war wohl doch zu groß. Ja, er ist Philosoph. Aber mein mittlerweile verstorbener und in meinen Kolumnen mehrfach erwähnter Lateinlehrer hätte an dieser Stelle kurz und knapp festgestellt, Citaco isses, Philosophus mans isses, was so viel heißt wie, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Hätte der Habeck mich gefragt, ich hätte ihm geraten, bleib weg vom Fernsehen und warte, bis du etwas mitzuteilen hast. Aber wie so oft, mich fragt ja keiner. Und alle, die jetzt um Mitleid für Habeck bitten, denen muss ich sagen, ey Alter, das kriegst du nicht. Geht nichts um ein echtes Bäckerbrot.